Hallo und herzlich willkommen bei UBI Tested. Heute habe ich für euch ein SUV im XL-Format, den neuen Seat Tarraco. Und zwar ist er einer von dreien im Bunde, denn Tiguan Allspace war der zweite, Kodiaq der erste und jetzt haben wir hier mit dem Seat Tarraco das dritte Modell auf gleicher Plattform. Was der Seat Tarraco kann, ob er familientauglich ist, ob er komfortabel ist, ob er reisefähig ist, all das erfahren wir heute, wenn ihr dranbleibt. Viel Spaß! Schauen wir uns den neuen Seat Tarraco jetzt erst einmal von außen genauer an. Typisch Seat, wir haben hier den typischen Seat Grill, hier mit schönen Chromeinfassungen noch versehen durch die Excellence Ausstattungsvariante. Dann haben wir ganz typisch hier diese Leuchtgrafik der Tagfahrlichter, die auch für alle Seat Modelle nahezu identisch ist. Unten haben wir noch einen schönen silbernen Einfassung, die so ein bisschen diesen Offroad Charakter das Tarraco noch mal ein bisschen mehr hervorheben soll. Auf der Seitenlinie können wir auch gleich sehen, dass der Tarraco ein wirklich richtig großes Schiff geworden ist. Klar, die Basis bietet der Tiguan Allspace. Wir haben hier 19 Zoll Räder drauf verbaut. Wir sehen auch hier hinten dieses typische, wo man den Tiguan am besten sieht, ist hier an dieser verlängerten Tür und den Türgriffen. Ebenso diese Linie, die sich hier hinten so durchzieht, die hat der Volkswagen ebenfalls, nicht nur der Tarraco. Wir sind hier mit einer Außenlänge von 4,73 Meter, etwas länger als der Allspace, aber da geht es hier eher um Plastikanbauteile, die diesen paar Zentimeter da ausmachen. Der Radstand mit 2,80 Meter, ebenfalls sehr, sehr lang und sehr, sehr groß. Wie wir sehen, haben wir jetzt hier typisch Tarraco, ein komplettes durchgängiges Leuchtband, das leuchtet tatsächlich auch hier in der Mitte, also sehr, sehr charakteristisch das Ganze. Ich weiß noch nicht so ganz, ob es mir wirklich gefallen soll oder aber nicht. Das muss ich zugeben, auch der Schriftzug ist mir persönlich hier unten einfach ein bisschen zu groß und zu dominant geworden. Naja, diese Auspuffblenden, könnte man jetzt mal fast sagen, diese Fake-Auspuffblenden haben wir halt auch wieder hier. Da übrigens der 4Drive-Schriftzug für den Allradantrieb von außen, aber ein insgesamt sehr, sehr stimmiges Bild, was der Tarraco hier zeichnet und auch für meine Begriffe sehr, sehr schön die Markenelemente aufgreift mit Tagfahrlichtern, also das Leuchtdesign an der Heckpartie oder aber die schönen 19 Zoll Räder, die wir haben. Das muss man sagen, ein wirklich sehr, sehr schönes Fahrzeug. Aber viel interessanter ist natürlich in erster Linie jetzt, was denn tatsächlich unter dem Blechkleid sich tut und wie der Tarraco sich da so macht. Und das schauen wir uns jetzt an. Dann schauen wir mal hinter die Klappe vom Seat Tarraco und was sehen wir als erstes? Schon eine dritte Sitzreihe. Wenn die dritte Sitzreihe aufgeklappt ist, ganz klare Sache, Kofferraum eher nicht vorhanden, Reisetasche ja, zweite Reisetasche ja. Wenn wir vier kleine Reisetaschen nur reinbringen, okay, dann geht's hin. Man sieht aber auch schon hier oben tatsächlich, das wird schon arg eng vom Kopf her. Also eher was für Kinder auf der Rückbank, aber die schauen wir uns gleich noch an. Wenn wir denn tatsächlich diese Rücksitze hinten versenken, so wie jetzt auf der rechten Seite, dann haben wir maximal 700 Liter Stauraumvolumen. Die zwei Einzelsitze, die optional gut 800 Euro kosten, kosten uns übrigens 60 Liter Kofferraumvolumen. Ich persönlich würde sie aufgrund dessen alleine schon nicht nehmen, weil man diese Sitze grundsätzlich quasi nie benötigt. Wenn wir tatsächlich umlegen, alle Sitze und die Beifahrersitzlehne umlegen, dann können wir bis zu 2000 Liter Kofferraumvolumen einladen. Ja, und an Maßen, da gehen dann auf alle Fälle über 2,30 Meter lange Gegenstände rein. So in dem Fall haben wir auch keine Probleme. Das meiste geht hier rein, Kindersitz inklusive sowie Kinderwagen im Kofferraum. So, dann schauen wir uns doch mal die dritte Sitzbankreihe an. Wir klappen das Ganze hier vor.
So, schieben diese schwerere Rückbank hier nach hinten. Und jetzt versucht sich der dicke Ubi da rein zu quetschen. Und es ist Maria. Okay, wie wir schon sehen, ich habe so eine komische Klohaltung, auch ziemlich gebückt. Das ist nichts für den Ubi. Das ist auch nichts für Erwachsene, ganz klar. Das ist was für Kinder und das ist ein Notsitz. Denn selbst wenn ich das Ding hier noch nach vorne klappe und dann noch nach hinten schieben würde, würde es mir wahrscheinlich eher die Knie brechen als alles andere. Zeigt sich wieder von selbst, dritte Sitzreihe in einem SUV ersetzt schlicht und ergreifend keinen Van. Ja, jetzt habe ich mich tatsächlich doch in die bequemere Reihe 2 gesetzt. Und in der Reihe 2 habe ich auch die Rückbank nach hinten geschoben, so wie man eigentlich am meisten sitzt. Und es sitzt sich tatsächlich sehr, sehr gut. Also ich habe noch genügend Abstand nach vorne, nach oben sowieso, weil kein Glaspanoramadach verbaut ist. Die Sitzbank ist hier hinten tatsächlich so ein bisschen schmaler. Die könnte hier eigentlich noch mal ein Stück breiter sein für meine Begriffe. Dennoch sitzt man gut. Kopfstütze ausreichend hoch in ihrer Verstellmöglichkeit. Sehr interessant sind diese Tische hier für Kinder, weil sie sehr stabil sind. Also da auf alle Fälle, denn man hat hier eine verstärkte Konstruktion gewählt. Mit so einem Clip kann man das Ganze dann auch arretieren. Und wir haben ja auch noch einen schönen Getränkehalter. Also wirklich sehr, sehr praktisch für die Kids. Der Kindersitz an sich kann auch hier einwandfrei installiert werden mit zwei Isofix-Befestigungen links und rechts. Ein Reboarder-Kindersitz stellt hier auch keine große Herausforderung dar, denn wie gesagt, genügend Platz vorhanden ist. Der Sitz ist auf meine Größe jetzt in dem Fall eingestellt von 1,78 Meter plus Komfortplatz für das Bäuchlein. Wir haben hier in der Mittelkonsole dann tatsächlich noch ein Klimabedienteil bei der 3-Zonen-Klimaanlage und sowie eine Sitzheizung für die zwei äußeren Plätze. Ein USB-Anschluss leider nur, den müssen sich die Kinder also teilen und da wird sich wahrscheinlich drum gestritten. Der andere kriegt nämlich leider nur die kleine 12-Volt-Buchse. Aber wie es vorne ausschaut, ist viel wichtiger und das schauen wir uns jetzt an. So, meine Lieblingsposition ist eingenommen worden und zwar hinter dem Lederlenkrad. Platz hier auf diesen wirklich sehr komfortabel und breit ausgeformten Sitzen. Leider ohne ausziehbare Schenkelauflage, dafür aber mit einer manuell verstellbaren Lordosenstütze. Die Kopfstützen können ebenfalls nach vorne und hinten leicht geschoben werden, sodass ich tatsächlich auch mit diesem Drehrad hier für die Lehnenverstellung und das Ratschensystem für die Höhe wirklich eine sehr, sehr positive und sehr, sehr gute Sitzposition hier hinter dem Lenkrad finden lässt. Zu jeder Körperstatur, Kopffreiheit gibt es, wie gesagt, auch genügend. Ansonsten Lenkrad natürlich in Länge und Tiefe, in Höhe und Tiefe verstellbar. So rum gehört sich's. Aber jetzt schauen wir uns den Innenraum im Detail an. Ja, der Innenraum vom Seat Tarraco. Wir sind mittendrin statt nur dabei. Ganz klar, wir erkennen natürlich sowohl Seat-Insignien als auch natürlich ganz klar unseren Volkswagen wieder. Das beginnt schon mit dem Lenkrad, was wir aus diversen Seat-Modellen kennen. Hier das typische X hier unten drauf für die X-Hecutive, für die Excellence-Variante. Ansonsten sehr, sehr übersichtlich. Wir haben hier links die Bedienung für Lautstärke, Spracheingabe und Wechseln von Tracks. Dann haben wir hier alles, was sich um das Bordmenü geht, das heißt Blättern im einzelnen Menü oder aber hier rauf und runter blättern oder aber mit der View-Taste können wir das voll digitale Kombi-Instrument, was übrigens serienmäßig ist, wechseln. Von der Ansicht, da gibt es insgesamt auch nur drei Ansichten, die wir durchklicken können. Mir persönlich gefällt die klassische Variante mit der Tubendarstellung eigentlich am besten. Sehr, sehr schade ist, wenn wir das schon hier sehen, wir haben hier das Navigationssystem, es ist ein 8 Zoll System. Es gibt zwei unterschiedliche Varianten, eine kleine Variante und eine große Variante. Die unterscheiden sich aber nicht von der Bildschirmgröße, ansonsten lediglich von dem System, dass wir ein Festplatten-Navigationssystem beim großen haben oder aber eben SIM-Karten, die da unten eingelegt sind fürs Kartenmaterial beim kleinen System. Die Bedienung ganz klar. Persönlich gefällt mir die Optik hier sehr, sehr gut. Wir haben einen Annäherungssensor, der ist typisch für Volkswagen-Derivate. Wir haben hier die Ausgabe für Audio, für Radio, dann Media, dann haben wir die Telefoneingabe. Hier geht es nochmal auf Sprachsystem.
Dann haben wir hier das Navigationssystem. Hier haben wir die Verbindung Apple CarPlay, Android Auto oder Mirrorlink. Wir haben hier die Fahrzeugeinstellungen, die wir hier vornehmen können. Mit dem Setup-Button können wir dann hier tatsächlich einzelne Funktionen individuell auf unsere Bedürfnisse einstellen. Und hier haben wir das Menü, in dem wir uns tatsächlich hier auch direkt weiter begeben können. Darunter die Lüftungsdüsen, die Anzeige für den Beifahrer-Airbag, ob er deaktiviert ist. In dem Fall ist er deaktiviert, weil ich den Kindersitz hier auf dem Beifahrer hatte, der auch tatsächlich ISOFIX-fähig ist. Sehr, sehr gut. Gefällt mir unheimlich gut. Dann haben wir hier das Klimabedienteil, auch ebenfalls sehr positiv, dass wir hier ein eigenständiges Klimabedienteil haben. Ganz klar, kennen wir aus sämtlichen Volkswagen-Modellen, ist hier überhaupt gar keine Besonderheit mehr. Mit der Menütaste können wir uns hier nochmal einzelne Sachen punktuell herausholen. Eine Sync-Funktion haben wir, die Sitzheizung ist ebenfalls hier untergebracht. Eine Lenkradheizung beispielsweise gibt es für den Seat Tarraco nicht, während es sie für den Skoda Kodiaq und für den Tiguan Allspace gibt. Hier in der Mittelkonsole unten haben wir noch zwei USB-Anschlüsse, einen AUX-Eingang, eine 12-Volt-Buchse. Das Ganze hier unten ist die Induktivladeschale, das heißt, da kann das Telefon induktiv geladen werden. Den Start-Stopp-Knopf haben wir hier, eine elektronische Parkbremse, eine Auto-Hold-Funktion, Start-Stopp deaktivieren. Wir können den Parkassistenten hier aktivieren und wir können hier unsere 360-Grad-Kamera aktivieren, die wir hier verbaut haben. Können auch hier die einzelnen Kameras anwählen, die insgesamt vorhanden sind, oder aber uns das Gesamtbild berechnen lassen. In der Mittelkonsole haben wir noch ein Ablagefach, was zwei Cupholder beinhaltet. Die Mittelarmlehne ist in der Höhe verstellbar und auch in der Länge verschiebbar. Das ist sehr, sehr positiv. Natürlich geht es jetzt eher um die Materialien und da schauen wir uns das Ganze doch mal an. Wir haben tatsächlich hier aufgeschäumte, weiche Kunststoffe. Sehr, sehr gut, also wirklich sehr, sehr schön gemacht. Die Leiste, die hier übrigens ausschaut wie Holz, ist nur Kunststoff. Aber die fühlt sich gar nicht so schlecht an. Klar, schaut auch gut aus. Der Monitor, ich persönlich mag es, wie gesagt, wie er integriert ist. Wir haben ein großes Handschuhfach. Da drinnen ebenfalls tatsächlich die zwei SD-Karten-Slots und das ein CD-Laufwerk. Die Mittelkonsole hier wieder aus Hartplastik. Allerdings schlägt das Knie zwar an, stört aber in keiner Weise. Was ich allerdings noch vergessen hatte, hier neben dem DSG-Wählhebel, hier unten befindet sich der Fahrschalter, nennt sich tatsächlich Seat Drive Profile. Wir können zwischen Eco, Normal, Sport, Individual, Offroad oder Snow hin und her wählen. Ich persönlich bin eigentlich normalerweise im Normalbetrieb unterwegs. Der funktioniert tatsächlich auch am besten. Ob der Seat Tarraco aber auf der Straße funktioniert, sehen wir jetzt. Unterwegs im Seat Tarraco, jetzt mit dem 2 Liter Diesel und 190 PS. Das ist ja hier tatsächlich die Top-Motorisierung, die wir derzeit bekommen. Im Gegensatz zum Skoda Kodiaq oder dem Tiguan Allspace, den es aktuell noch mit dem 240 PS TDI gibt als Speerspitze. Ja, ich denke mal, Seat wird hier auf alle Fälle nochmal nachlegen mit einer Cupra-Version. Aber das lassen wir jetzt mal so ein bisschen nebenan stehen. Das Fahrverhalten jetzt, um das geht es ja in erster Linie, das ist hier im Seat Tarraco wirklich sehr, sehr angenehm. Der Wagen federt wirklich sehr, sehr gut, trotz 19 Zoll Bereifung und mit dem Standardfahrwerk. Das DCC, also das dynamische Dämpferkontrolle, die dynamische Dämpferregulierung, habe ich hier persönlich in keiner Weise vermisst. Denn selbst wenn die Straße wirklich üble Verwerfungen hat, schafft es der Tarraco mit diesen riesigen Rädern dennoch einen sehr, sehr guten Dämpfungskomfort zu bieten. Alles, was dann nicht geschafft wird, schaffen dann die formidablen Sitze wegzufedern. Und so reißt es sich extrem entspannt und wirklich auch ruhig. Ruhig ist natürlich auch so ein Thema, denn Windgeräusche möchte man eigentlich auch nicht haben. Ja, Windgeräusche sind gut gedämmt. Wir haben zwar nicht diese Doppelverglasung, die der Tiguan mitliefert an der Frontscheibe. Das merkt man durchaus, weil sich hier tatsächlich immer ein paar Luftverwirbelungen so im höheren Geschwindigkeitsbereich akustisch präsent geben, aber sie werden nie wirklich extrem laut oder aber extrem nervig.
Beim Motor muss ich sagen, der 2 Liter Diesel mit 190 PS, ja, der passt hier schon wirklich sehr, sehr gut rein in den Tarraco. Denn der wiegt ja auch gut 1,8 Tonnen. Mit Fahrer und so weiter liegen wir dann schon bei knapp unter 2 Tonnen. Und das ist schon sehr, sehr schwer. Und da tut er sich auch nicht allzu schwer, der Diesel hier. Dank 400 Newtonmetern, 190 PS geht er wirklich ausreichend gut voran und schafft es so eigentlich auch, ein souveränes Fahrverhalten an den Tag zu legen. Souverän ist er dann allerdings nicht unbedingt mehr so an der Tankstelle, denn natürlich Allrad, Doppelkupplungsgetriebe, Luftwiderstand, Stirnfläche, ja, all die ganzen üblichen Thematiken, die da mit reinspielen, sorgen natürlich dafür, dass selbst ein so sparsames Triebwerk wie der 2 Liter Turbo-Diesel aus dem Volkswagen-Regal es nicht schafft, hier den Tarraco extrem spritsparend von A nach B zu bringen. Klar, ich habe hier auch einen Neuwagen, das muss man auch sagen. Das heißt, da wird noch ein bisschen Einlaufprozess erfolgen. Aber ich sage jetzt einfach mal, ja, man sollte so um die 7,5 Liter auf alle Fälle mal hier einkalkulieren in seinem Alltag. Wer es auf der Autobahn nämlich gerne schneller angehen lässt, ja, der schafft sogar gute 9 Liter gerne mal hier durch die Einspritzdüsen zu jagen. Assistenzsysteme sind natürlich auch beim Seat Tarraco an Bord. Wer dann das ganze Assistenzpaket auch noch bestellt, der bekommt hier eine aktive Spurführung, eine aktive Abstandsregulierung, einen toten Winkelsensor, einen Ausparkassistenten, Querverkehrswarnung, Notbremsassistent. Aber was er nicht bekommt, Echtzeitdaten für das Navigationssystem. Und das finde ich dann durchaus etwas schwach. Ebenso bekommen wir zwar ein LED-Licht mit einem Fernlichtassistenten, der wunderbar auf und ab blendet automatisch. Jedoch haben wir hier keine variable Lichtverteilung. Das heißt, der Gegenverkehr wird nicht ausgekegelt, wenn man denn tatsächlich hier fährt in der Nacht. Das ist tatsächlich wiederum, sind beides Vorteile, die der VW Tiguan Allspace mitbringt. Ebenso wie zum Beispiel mir die Lenkradheizung fehlt. Ja, Männer und Lenkradheizung, aber Leute, ich habe halt immer kalte Bratzen und die hätte ich dann doch ganz gerne gewärmt in so einem Auto. Gibt es leider eine Lenkradheizung auch nicht für den Seat Tarraco. Die gibt es jedoch für den Kodiaq wiederum und auch für den Tiguan. Also man sieht, da gibt es durchaus feine Unterschiede, wenn man denn sich für einen der drei Fahrzeuge hier entscheidet. Wir sind am Ende der Testfahrt angekommen mit dem Seat Tarraco. Ja, ein großes SUV, wie eingangs gesagt, im XL-Format. Er macht wirklich seine Sache richtig, richtig gut und erstaunlicherweise gefällt er mir von allen dreien im Bunde sogar am besten. Warum? Er hat ein wenig mehr Exklusivität oder bessere Materialien im Innenraum als der Kodiaq, kostet aber etwas weniger als der Kodiaq. Bietet genauso viel Platz wie der Tiguan Allspace, hat vielleicht nicht die cleveren Details wie der Kodiaq, dennoch aber Platz in Hülle und Fülle, ein sehr komfortables Fahrwerk, der Antrieb echt gut mit dem 2 Liter Diesel, der genau dazu passt. Für Benzinerfreunde würde ich wahrscheinlich gleich beim 1,5 TSI bleiben mit 150 PS und Handschaltung, da kann man dann auf alle Fälle auch noch ein bisschen was sparen. Schade ist, dass Seat hier unter anderem eben keine variable Lichtverteilung bietet, wie sie der Tiguan hat, oder aber die Lenkradheizung, gerade für kalte Hände wie meine, ist das etwas, was ich durchaus sehr vermisse. So wie der Wagen hier dasteht, liegt er bei knapp unter 50.000 Euro. Das ist natürlich schon eine ordentliche Menge Holz für so ein Familienfahrzeug. Man soll aber auch bedenken, bitte, wer sich so ein Fahrzeug kauft, einen Van im klassischen Sinne kann ein SUV schlicht und ergreifend nicht ersetzen.